Beste Tricks für Maisie. Taktik, Ausrüstung, Game Modes, alles in diesem Video. Maisie ist sehr gut auf Distanz. Sie hat gute Reichweite, ihre Taktik ist vergleichbar mit Piper, Brock oder Belle. Also aus der Distanz treffen und Nahkampf meiden. Mit ihrem Schuss treffen braucht etwas Übung. Am Anfang ist er langsam und dann wird er etwas schneller. Man muss also sehr gut vorhersehen, wie die Gegner sich bewegen und Gegner können dem Schuss am Anfang sehr gut ausweichen. Im Gegensatz zu Piper macht ihr Schuss nicht mehr Schaden bei größerer Distanz. Außer mit der zweiten Star Power und dann nur bei Maximaldistanz. Auf keinen Fall darfst du mit Maisie Auto-Aim verwenden. Da trifft sie gar nichts mehr. Ihre Super löst eine Schockwelle aus, die Gegner wegstößt und Schaden macht. Achtung, die Super hat etwas Verzögerung. Das musst du berücksichtigen, sonst erledigen dich Gegner allenfalls, bevor die Super zündet. Wenn du dich bewegst, wird die Super dort ausgelöst, wo du dich befandest bei der Zündung. Die Super wirkt auch durch Mauer. Achtung, ihre Super kann abgebrochen werden, wenn Gegner Maisie stunnen oder wegschieben. Ihr Gadget Rückstoß Rückzug ist sehr gut, wenn der gegnerische Brawler zu nahe kommen. Sie werden gestunt und Maisie kann entkommen. Beachte, dass sie sich mit dem Gadget in die Richtung bewegt, in die sie geschaut hat, wenn sie auslöst. Vor allem in Kombination mit ihrer Super ist das Gadget eine gute Defense. Wenn du lieber mehr Schaden machst und dich sicher fühlst, kannst du das zweite Gadget nehmen. Finished sie. Die Star Power Bebenlähmung verlangsamt die Gegner zusätzlich und gibt dir damit mehr Sicherheit im Nahkampf. Den Gegner immer mit maximaler Entfernung zu treffen, für mehr Schaden ist eher schwierig. Darum rate ich von der Star Power perfekte Präzision ab. Bei den Gears nehme ich Damage und Speed, damit sie sich etwas schneller bewegt und mehr Damage macht. Ich meine, Damage schadet nie. Top Game Modes für Maisie sind, wenn immer sie ihre Distanzschüsse ausnutzen kann. Wie bei anderen Scharfschützen. Dafür eignen sich vor allem Kopfgeldjagd, Knockout oder Eliminierung. Wenn die Map offen ist, kann sie auch in anderen Game Modes gut sein. Mit ihrer Super und Gadget kann sie gegen Nahkämpfer verteidigen, wie zum Beispiel Mortis, die es auf Scharfschützen wie sie abgesehen haben. Viel Spaß und Erfolg mit Maisie!